Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Addicted Box von Ardian Bujupi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Addicted von Ardian Bujupi, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine dunkle Box, so schwarz-dunkelgrau gehalten. Und auf dem Cover, auf der Oberseite, haben wir den Künstler abgebildet, Ardian Bujupi, der hier gerade, ja, sieht so aus, als würde er hier tanzen. Addicted lesen wir hier in so einer Art Neonschrift oder in so einer doppelten Schrift, darunter Ardian Bujupi. Vielleicht ganz kurz was zum Albumtitel. Es ist eine Wortkreation, so eine Eigenkreation, die setzt sich aus zwei Worten zusammen. Und zwar einmal dem englischen Wort addicted, das heißt so viel wie süchtig, und dann seinem Vornamen, in diesem Fall Ardian. Deswegen auch das AR statt dem ADD, Addicted statt Addicted. Und das heißt so viel wie süchtig nach Ardian. Gut, auf der Seite, auf der Unterseite in schwarz. Rechts lesen wir dann auch wieder Albumtitel plus Interpret. Oben schwarz und links auch wieder Albumtitel und der Interpret. Auf der Rückseite ebenso. Hier unten haben wir noch die Credits und einen Barcode. Gut. Dann schauen wir mal hinein. Es ist eine reguläre Klappbox, bedeutet, man kann das Ganze dann hier aufmachen. Wir haben hier einmal ein Shirt, das Album, einen Sticker. Es sieht nach einem Info-Flyer aus oder auch ein Sticker. Dann haben wir hier noch einen Schlüsselanhänger und ein Poster. So, von innen das Ganze in weiß. Dann packen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem hier die Sachen noch in Folie sind, werden wir die mal befreien. So, wir haben hier einmal den Schlüsselanhänger. Das Shirt. Gut, hier gibt es keine wirkliche Öffnung, dann reißen wir das auf und dann natürlich auch noch das Album. Jawohl, also so sieht das aus. Addicted, es ist das zweite Album von Ardian Bujupi. Das Cover, wie auch schon auf der Box. Hier oben lesen wir zusätzlich noch Premium Edition. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder Ardian Bujupi Addicted. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier jede Menge Features dabei. Also wir haben hier Features, die Großteil muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Features von Mark Hardy, Genta, Ismaili, Nero, Lindwr, Dalol, Kurdo, okay, den kennt man natürlich, ein Rapper, Lumidi, Big Ali und DJ Maze und nochmals Dalol, Dalul. Sorry, falls ich da jemanden falsch ausgesprochen habe, aber bis auf Kurdo und Lumidi, muss ich ehrlich sagen, ist mir hier keiner ein Begriff. Was spannend ist, dass wir hier auch die Instrumentals angeführt haben. Also wir haben hier nicht nur die 17 Tracks regulär, sondern wir haben auch die Instrumentals zu jedem Song dabei. Und dass die hier auf der Trackliste vermerkt wurden, finde ich sehr spannend. Habe ich so noch selten gesehen. Darunter haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. So, als erstes ins Booklet. Okay, ja, so kennt man das. Hier haben wir dann nochmal die Tracklist ohne die Instrumentals angeführt, hier die 17 Tracks, im Hintergrund hier diese extravaganten Schuhe vom Interpreten. So, okay, hier haben wir mal eine Albumwidmung. Was lesen wir hier? Die ist nicht so lang, deswegen werde ich euch die mal kurz vorlesen. Seit 4 Jahren schreibe und produziere ich an diesen Songs. In den Jahren habe ich viel Schönes, viel Gutes erlebt, aber auch viel Scheiße durchgemacht. Trennungen haben mich hart gemacht. Es gab Menschen, mit welchen ich viel erlebt habe und niemals vergessen werde, aber verlassen musste. Die Frage nach dem Sinn einer Freundschaft haben mich geplagt.
Die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit und meinem Erscheinungsbild ließen mich nicht los. Das alles verarbeite ich in meinen Texten. Jedes Wort kam aus einer Emotion meiner selbst auf das Papier und anschließend in eines der Lieder, um zu verarbeiten. Okay, also dieses Album vor allem Selbsttherapie, wie es scheint. So, wir haben hier diverse Fotos, die den Interpreten wieder beim Tanzen zeigen. Und dann haben wir die Infos zu den einzelnen Tracks. Also einerseits natürlich Info, wer das Ganze produziert hat und wer das geschrieben hat. Aber auch jeweils ein Zitat, also eine Zeile ist hier mit dabei. Okay. Das zieht sich jetzt so durch vom Artwork. Spannenderweise hier eine chemische Formel auf der rechten Schulter tätowiert. Habe ich auch noch nicht gewusst. So, dann weitere Fotos, weitere Tracks. Ja, und zum Abschluss gibt es noch eine umfangreiche Danksagung. Könnt euch natürlich hier kurz anhalten und durchlesen. Hier nochmal die Tracklist. Dann kommen wir zu den CDs, sind ja in diesem Fall zwei. Also wir haben hier einmal die Album-CD mit so einem Rauch in der Mitte, mit so einem Rauchring. Und dann haben wir auf der Rückseite, wenn die CD wieder reingeht, so, die zweite CD, das ist dann diese hier, die Instrumental-CD. Gut, und hier auch nochmal Adrian am Rauchen, alles klar. Dann haben wir mit dabei zwei Sticker, einmal diesen hier, quadratisch, sieht so nach Info-Sticker, Info-Flyer aus. Also für die Single mit Big Ali und Lumidi. Und dann haben wir einmal das Albumcover als Sticker. Also zwei Sticker, jeweils quadratisch. Dann ein Schlüsselanhänger aus Metall. Hier lesen wir den Albumtitel Addicted. Rückseite ist blank. Also das könnt ihr dann entsprechend hier mit diesem Schlüsselring dran machen, an euren Schlüssel, an einen Reißverschluss, wo auch immer ihr wollt. Ein Poster haben wir auch mit dabei. So, sehr klein gefalten, deswegen jede Menge Faltlinien hier mit drin. Leidet die Optik etwas, aber wir sehen, auch hier haben wir dann wieder das Albumcover, in diesem Fall im Hochformat. Hier Ardian, Uyupi und Addicted zu lesen. Und genau dieser dann hier wieder in dieser Tanzpose abgebildet. Das Ganze kommt im Hochformat und die Rückseite ist blankweiß. Dürfte von der Größe her A1 sein. Also ziemlich groß. Und dann haben wir noch mit dabei ein Shirt. So, und dieses Shirt ist in Grau gehalten. Hier haben wir dann einen großen Aufdruck vom Gesicht des Interpreten mit Rauch. Hier lesen wir dann wieder Interpret plus Albumtitel. Auf der Rückseite ist das Ganze blankgrau. Wir haben es zu tun mit einem Shirt in der Größe M. Was hierbei zu sagen ist, es gab dieses Shirt in zwei Varianten, beziehungsweise es gab zwei Editionen dieser Box. Es gab einmal diese Variante und einmal die Girls-Variante. Ich glaube, die sind vom Design her ident, allerdings war es bei der Größe ein Unterschied. Also es gab einmal Boys M und einmal Girls M. Ich gehe mal davon aus, dass das Girls M dann doch etwas körperbetonter ist und enger geschnitten ist. Und dann haben wir hier unten noch, was lesen wir hier? Stars by Steadman Ben Kruneck, 85% Baumwolle, 15% Viskose. Okay. Und was haben wir hier noch? Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Dann packt mir das Shirt wieder zusammen. Und zum Abschluss schauen wir uns noch einmal kurz an, was sich alles in der Box befindet.
Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, gab einmal Männer M und einmal Frauen M. Das in diesem Fall die Männervariante. Dann haben wir das Poster im Format A1 einseitig bedruckt im Hochformat. Die beiden Sticker jeweils quadratisch. Der Schlüsselanhänger aus Metall mit dem Albumtitel. Und natürlich das Album an sich im Super Jewel Case inklusive Instrumentals mit 17 Tracks plus 17 Instrumentals. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Addicted von Ardian Bujupi. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Ardian Bujupi unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.